Die Icon SBC sorgt für einen weiteren Geldregen und ich habe heute eine Trading-Methode für euch dabei, mit der wir sehr regelmäßig viele Coins machen können. Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Und zusätzlich vielleicht noch 3 Millionen auf der hohen Kante haben? Dann lass mir einen Daumen nach oben da. Computer sagt nein. Okay, oder fang an zu traden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Wir schauen uns heute einmal die Icon SBC an, wie wir da unsere Coins gemacht haben. Und dann zeige ich euch vorher jetzt noch eine Trading-Methode, die ich jetzt aktuell nutze, in der Phase, in der die 83er Rating-Karten und die Karten, mit denen wir vorher eben investiert haben, Masseninvestment gestartet haben. Jetzt funktioniert das aktuell bei diesen Karten nicht mehr so gut. Deshalb habe ich mir jetzt die Non-Rare-Karten rausgesucht. Bis es mit den Rare-Karten, mit den 83er Rating-Karten wieder funktioniert, werde ich das eben mit diesen Non-Rare-Karten machen. Und wenn man sich die Karten mal anschaut, sieht man, was das für ein Potenzial hat, wie viele Coins man da machen kann, wie schnell die Karten da wieder steigen. Und wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Ihr seht jetzt einmal hier ein paar Non-Rare-Karten. Ich habe mir hier einfach mal die Non-Rare-Karten über Footbin rausgefiltert, habe die nach dem Preis sortiert. Da suchen wir uns jetzt Karten raus, die etwa 1000 bis 3000 Coins wert sind. Und was ganz wichtig ist, wir müssen uns den Graphen anschauen. Wir gucken uns den Graphen an und dann erkennen wir sehr schnell, ist das eine Karte, mit der man es machen kann, oder ist es eine Karte, mit der es nicht so gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel den Matthias Ginter rausgesucht. Mit der Karte hatten wir das ja schon sehr, sehr häufig, vor allem am Anfang von FIFA gemacht. Wir gucken uns den Graphen an, denn das ist das ganz, ganz Wichtige. Da erkennen wir, ob das eine Karte ist, mit der man schönen Profit machen kann. Und bei Ginter sind viele Faktoren zu erkennen, die uns zeigen, dass das eine super Karte ist zum Investieren. Wir sehen einmal hier unten die 1000 Coins Marke. Da ist eine wunderschöne Linie, die uns hier zeigt, welchen Preis die Karte auf dem Tiefpunkt hat, weil sie wirklich genau bei 1000 Coins immer auf dem Tiefpunkt liegt. Sie ist immer knapp über 1000 Coins gewesen und das zeigt uns, okay, bei 1000 Coins können wir einkaufen. Die Karte war gleichzeitig auch nie günstiger als 1000 Coins, was uns auch noch die Sicherheit gibt, die Garantie quasi gibt, dass wir die Karte risikofrei für 1000 Coins einkaufen können. Und das zweite, was hier ganz gut zu erkennen ist, ist natürlich, dass die Karte so unfassbar am Schwanken ist. Sie geht so schnell hin und her, steigt so extrem schnell, was uns dann gleichzeitig noch zeigt, okay, die Karte kaufen wir, da müssen wir meistens nicht lange warten und wir können die Karte schon meistens sogar fürs Doppelte verkaufen. Und das ist eine super Erkenntnis, die wir hier rausholen, wo wir wirklich wissen, hiermit machen wir richtig viele Coins und das geht ganz, ganz schnell, ist ganz einfach und sehr, sehr effektiv. Der einzige Nachteil ist auch hier wieder beim Masseninvestment. Wir müssen ganz viele Karten einkaufen, ganz viele Karten verkaufen. Das heißt natürlich, es steckt wieder viel Arbeit dahinter, aber dafür ist es sehr, sehr einfach, risikofrei und sehr effektiv. Und deswegen für mich eine super Investition, die man aktuell machen kann. Schaut euch hier einfach die Karten an, die es hier gibt. Schaut euch dann den Graphen an. Ich bin zum Beispiel hier auf einen Meret noch gegangen und da habe ich direkt erkannt, okay, das hier ist auch eine super Karte, mit der man es machen kann. Auch diese Karte ist immer bei 1000 Coins etwa der Einkaufszeitpunkt und geht auch immer wieder sogar hier bei 2600 Coins. Schwankt auch extrem viel. Das liegt auch immer wieder an den SBCs, die rauskommen, Top-Partien, SBCs, die ganzen kleinen SBCs, die immer wieder rauskommen, sorgen dafür, dass die Nachfrage nach oben geht. Ein Tag später kommen dann vielleicht nochmal die Squad-Battle-Belohnung, dadurch geht das Angebot wieder nach oben und dann sinkt der Preis recht schnell wieder und spätestens, wenn die SBC wieder draußen ist, ist der Preis dann wieder auf dem Tiefpunkt und schon kann man wieder einkaufen und das Ganze geht wieder von vorne los. Ja, das sind die Investitionen, die wir jetzt noch tätigen können. Ich zeige euch jetzt aber noch die Investitionen, die wir bereits getätigt hatten, mit denen wir jetzt wieder schön Profit rausgeholt haben. Ich habe es euch auch im Livestream nochmal gesagt. Ich glaube, die Miteigen SBC wird jetzt bald kommen und sie ist jetzt endlich gekommen. Die Voraussetzungen sind eigentlich so, dass die Preise viel zu teuer sind. Trotzdem wird die SBC anscheinend gnadenlos gemacht aktuell, denn die Preise sind explodiert. Wir konnten richtig schön Profit rausmachen. Ihr seht ja die Verkäufe im Hintergrund. Ich zeige euch jetzt aber auch noch Karten über Footbin, wie extrem die wirklich gestiegen sind, denn ich denke, so kann man es immer am besten anhand des Graphen sehen. Wir sehen hier Carvajal einmal, 85er Rating Außenverteidiger, die Karte hatten wir damals hier für 10.000 Coins gekauft, das ist unfassbar. Die ist hier auf 20.000 Coins gestiegen, das war aber auch schon vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, warum sie so stark gestiegen ist, mir ist es nicht mehr aufgefallen. Ich habe sie erst jetzt bei der Icon SBC für 22.000 Coins, glaube ich, verkauft. Die hatten wir für 10.000 Coins gekauft. Das ist mehr als eine Verdopplung an Coins. Unfassbar. Und dann haben wir hier noch einen, der extrem gestiegen ist. Ein 91er Oblak. 100.000 Coins jetzt. Das hätte man sich vorher
nie erträumen lassen. Die Karte war immer bei 57.000 und das ist Wahnsinn. Die Karte ist einfach über 40.000 Coins gestiegen. Unfassbarer Profit, der hier möglich war. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, hattet ihr solche Rating-Spieler noch im Verein? Habt ihr damit Coins gemacht? Ich hatte auch nicht mehr allzu viele. Trotzdem habe ich noch einen schönen Profit gemacht. Auch die Gerard Moreno-Karte, die wir mal gekauft hatten, ist eine Headliner-Karte, eine Live-Karte. Die Karte ist jetzt auch wegen des Ratings extrem gestiegen und da konnte ich die Karte jetzt endlich verkaufen. Sehr, sehr schöner Profit auch bei der Karte, die da rauskam. Ich glaube, ihr habt es im Video jetzt gesehen. Das war es auf jeden Fall vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt Profit gemacht. Ich hoffe, ihr werdet mit den Non-Wear-Karten Profit machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.